Willkommen zurück zu einer neuen biestigen Folge Jurassic World Evolution. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte biestige Video bewertet haben. Ja, wir machen weiter. Der Park sieht gut aus. Wir haben jetzt hier endlich die Langhälse und die sind sogar zufrieden. Die sind sogar wirklich zufrieden. Also die haben gar kein Problem. Die streifen hier umher. Der Lange und der Longe. Lang und Long sind am Start. Hier entsteht sogar ein dritter. Und ansonsten, das Budget ist gerade sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Irgendwie, ich schaff's einfach nicht hochzukommen. Ich schaff's einfach nicht, hier die Einnahmen zu steigern. Ja, es läuft irgendwie nicht richtig. Es läuft irgendwie nicht richtig. Es läuft und es läuft irgendwie auch nicht. Merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Vielleicht bräuchten wir wirklich irgendwas, um die Leute zu transportieren. Vielleicht ist das der Schlüssel. Wahrscheinlich fehlt uns das einfach hier. Hier würde eins hingehen. Dass wir vielleicht hier eins hinsetzen sogar. Okay, probieren wir es. Probieren wir es. Probieren wir es. Eigentlich müssten wir in die Richtung bauen, aber hier geht es nirgendwo hin. Naja, vielleicht kann ich hier und dann so rum. Okay, das würde gehen. Dass wir hier so in die eine Richtung bauen und dann kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich glaube, das ist es, was uns fehlt. Das ist es, was uns fehlt. Dass wir das hier richtig schön abdecken. Am besten wäre halt hier noch irgendwo was hin. Wir haben hier noch Platz. Dass wir sagen, okay. Wir setzen hier noch eine Station hin. Hier drüben und dann halt hier ein Hotel und alles hin. Okay, warte mal. Wir räumen erstmal ein bisschen auf. So, hier in der Ecke ist ja noch ein bisschen Grünzeug. Das muss weg. So. So, meine Freunde. Ein Hotel hätten wir gerne, denn wir sind relativ am Limit. Wir sind bei 13% Überladung. Oh. Linglong ist bereit. Linglong. So nennen wir dich. Wunderschön, oder? Auch ein schönes Muster. Ein richtig schönes Muster, wie ich finde. Die sehen gut aus. Sie sehen echt gut aus. Cool. Sehr, sehr cool. Ling Long. Zu wenig Wald. Alter, immer diese Waldprobleme. Hier drüben ist Wald. Hier ist Wald ohne Ende. Suhle dich im Wald der Liebe. Füge Aufgabe hinzu. Okay, warte, die schicken wir hier hin. Anfrage bestätigt. So. Und dich schicken wir dahin, bevor es hier eine Meuterei gibt. Und dich schicken wir. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Hier drüben hin. Bevor noch irgendjemand hier verhungert. So, unvollständige Strecke. Natürlich. Natürlich. Wo das Hotel hin? Auf der Seite kommen da viele Leute. Hier staut sich's ein bisschen. Weil ich würde ganz gerne noch ein kleines Gehege hier hinsetzen. Warte mal. So. So, alles hier noch ein bisschen fein machen. Ein
kleines, aber feines Gehege da drüben hin. Da hätte ich halt noch mega Bock drauf. Gut. Also. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Boah, das Gelände ist immer wieder super geilo. Und hier oben geht's wieder nicht hin. Warum? Warum? Warum, warum, warum? Kann ich hier eine Bar hinsetzen? Warte mal, jetzt machen wir gleich noch das Ding hier. Wo ist es denn? Oben. Das sagt bloß, wir können hier gar nicht dran vorbeibauen. Oh, verflucht. Vielleicht, wenn das weg ist. Warte, Moment. Warte, Moment. Ich habe ja so viel Geld, eben nicht. Ich bin ja beinahe bankrott. Wie lassen wir das Ding verlaufen hier so oben rum? Ich meine, das kann man ja... Warum kann man nicht so ein bisschen eine Vorschau kriegen? Das ist immer so... Moment, wir gehen jetzt ein Stück hier hin. Kurve zu eng. Oh mein Gott. Oh, Mann, ich hasse es hier zu bauen. Ich hasse es. So, das schon mal verbunden. Hier rüber. Lass mich jetzt nicht hängen. Am geilsten wäre halt, wenn wir hier irgendwo noch eine Station hinbekommen würden. Das wäre halt super geilo. Hier passt ja nirgendwo mehr eine rein. Außer wir räumen das hier komplett um. Weil hier wäre eine perfekt. Und auch sehr, sehr wichtig. Warte mal. Das Fastfood-Restaurant. Wie gut läufst du denn? Du läufst nicht mal geil. Du läufst nicht mal geil. Es muss weg. Es muss weg. Betriebsgebäude. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Fossilien. Wenn ich das hier ganz oben dran baue, dann müsste doch noch irgendwie... Müsste doch irgendwie noch so ein Teil reinpassen. Gibt's doch nicht. Okay, hier geht sogar wirklich eins hin. Machen wir das so. So, und jetzt sag mir, dass ich dich irgendwie verbinden kann. Ah, warum machst du mir so Schwierigkeiten, du Elendes? So, jetzt. So. Ich werde dich doch irgendwie da durchkriegen. Yo! Hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank. Zwei Dinos sind tot. Die Tiere verhungern. Bin zur Futterstation unterwegs. Aufgabe erhalten. Oh, verdammt, wie schnell fressen die denn hier? Nachschubanfrage bestätigt. Wie schnell fressen die hier, bitteschön? Um Futterstation.
Bestätige Aufgabe. Was ist hier gestorben? Brock ist tot. Oh no. Ah, okay, beides sind schon. Das heißt, ich brauche einen neuen Brock. Und Brock ist super teuer gewesen. Jo, ausbrüten. Weil sonst randalieren die ja wieder. Die werden ja dann sofort mega unzufrieden und schlitzen dir die Kehle auf. Was? Nein. So, hätten wir das. Und einen Stromausfall. Perfekt. Genauso liebe ich das. Als hier mit den Stromausfällen. So. Hätten wir dich. Bist du verbunden? Du bist verbunden. Das andere Ding ist auch verbunden. Jetzt Strom. Aufgabe erhalten. Also wenn ich damit jetzt nicht gleich irgendwie Bonuspunkte bekomme, dann weiß ich es aber auch nicht. Damit ich endlich auf meine andere Insel kann. Wie sieht's denn aus in den Fossilien? Da sind wir randvoll. Das können wir noch erforschen. Den verhökern wir. Ich will halt ganz gerne noch ein bisschen Geld mitnehmen. So. Dann brauchen wir hier einen neuen Spooky. Neue Spookys müssen her. Ausbrüten. Ausbrüten. Machen wir direkt zwei Stück. Gut, 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 gut. Die hier sind alle anscheinend happy und zufrieden. Benötigt Strom. Jetzt haben wir wieder Strom, oder wie? Nachschubanfrage erhalten. Jetzt sterben die alle weg. Ultra Blue ist auch tot. Verdammt. Sammle Produkt ein. Verdammt. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Nur Pech in der Folge. Nur Pech. Ich habe hier noch einen drin. Den wollte ich zum Kämpfen nehmen. Für die Zucht. Einfach nur für die Zucht. Reagiere auf Nachschubanfrage. Aufgabe erhalten. So, bitteschön. Killer hat eine Wertung von 888. Unser Freund hier drüben hat eine Wertung von 273. Wir nennen ihn mal Underdog. Vielleicht gewinnt er ja. Wer weiß, vielleicht gewinnt das Vieh. Und schon wieder ist irgendwas gestorben. SWAT ist tot. Transport im Gange. Mucho Fantastico. Das heißt, ich brauche einen zweiten von denen. Weil die kann man nur zu dritt halten. Mann, nice. Jetzt sterben hier alle Dinos. Alle Dinos sterben hier weg. So, haben wir alle Leichen entfernt. Nachschub ist unterwegs. Wie sieht's hier so aus? Na gut, ich glaube, das wird gerade ganz gut geregelt. Füge Aufgabe hinzu. Und hier, die beiden freuen sich, oder was? Okay, das sind Freunde geworden. Damit konnte niemand rechnen, oder? Und der hier ist schon... Shield ist schon mies gelaunt. Underdog, Killer. Wer wird das Ding reißen? Wer wird gewinnen? Wie sieht eigentlich meine Bewertung aus? Wie sehen die Einnahmen aus? Krieg die einfach nicht hoch. Ich krieg die Einnahmen einfach nicht hoch. So, wir wollten noch ein Hotel. Wir wollten noch so viel. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier ein Hotel hinkriegen. Ich habe kein Geld für ein Hotel. Alles klar. Damit wäre das schon wieder erledigt. Oh, hier geht's rund. Und ein Stromausfall. Wow, 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 wow. Killer ist schon bei der Hälfte. Oi. Wer wird das gewinnen? Ich setze auf Killer. Ich vertraue dem. Killer ist unser Mann. Guck mal, da kommen die Kleinen und jubeln. Walter Matt. Juhu, komm schon, Killer. Bring ihn um. Bring ihn um, Killer. 27. Schönes Ding. Ich muss mich um den Strom aber kümmern, schnell. Anfrage so, Show geht weiter. Show geht weiter.
1. Okay, der ist erledigt. Jetzt kommt der Todesbiss. Boom, direkt in den Hals rein. Der Killer weiß, wie man killt. Und gewonnen. Gewonnen und erledigt. Da steigt seine Wertung auf über 1000. Also wenn das jetzt kein Superstar ist. Wenn das jetzt bitte... Also das ist ein Superstar. Das Vieh ist einfach ein Superstar. War ja auch teuer genug, den hier ranzuzüchten. Mein kleinen Superstar. Eigentlich müsste die Bar laufen wie blöd. Okay, die läuft auch wie blöd. Oh mein Gott, läuft die gut. Und die Bowlingbahn? Die läuft mega scheiße. Niemand will bowlen gehen. Niemand will bowlen. Jetzt habt ihr hier auch noch so einen coolen Einschienenbahn-Expresszug. Oh. Oh, der eine ist tot. Sind die Raptoren eigentlich noch genug oder drehen die jetzt durch? Ah, es sind 3. Zum Glück mache ich immer ein bisschen mehr. Wer ist denn jetzt hier gestorben? Du wirst ein neuer Schluck. Der neue Schluck ist da. Wie läuft's hier drüben? Weil der eine müsste jetzt eigentlich langsam durchdrehen. Oh, der ist zum Glück ein gemütlicher. Zum Glück ist das ein gemütlicher Kollege. So, ich habe kein Geld mehr. Ich bin abgebrannt. Ich bin total abgebrannt. Was machen die hier? Konferenz der Langhälse. Na, wie war dein Tag? Ja, nicht so. Und deiner? Ja, auch nicht so. Cool, da sind wir uns ja einig. Da sind wir uns ja einig. Wir hatten beide nicht so die geilen Tage. Was zur Hölle? Warum bist du jetzt mies drauf? Was? Das hat mir gerade noch gefehlt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt habe ich hier noch 2 Psychopathen. Wie ist der denn so schnell? Warum? Er frisst da ganz gemütlich jemanden. Ja, geil. Schmeckt's? Ja, hoffentlich. Cool, die beiden hier essen gerade Kinder. Lecker Kinder. Gönnt euch schön Kinder. Ah, und die Bar? Die ist immer noch gut besucht. Leute, saufen muss man da. Wenn der Terror regiert, muss man saufen gehen. Ach, jetzt wollen die anderen auch ausbrechen. Die haben das Loch entdeckt. Beeil dich! Verdammt, noch eins! Gefahr für die Gäste. Oh, Gott sei Dank ist das hier geschlossen. Jetzt sofort rein mit diesem krass überteuerten Megamonster. Ich meine, das Ding hat mich wie viel gekostet? Mindestens schon 10 Millionen. Ach, mehr als 10 Millionen. Ich habe den ja hochgefüttert. Ich habe den ja zum Champion ausgebildet. Oh oh. Der macht aber ganz schön Terror, der Kleine. Der gönnt sich. Der gönnt sich. Und der schläft. Oh, guck mal, wie süß. Wie süß die beiden, oder? Er kuschelt mit seiner neuen Freundin. Ach, das ist aber niedlich. Die kann ich doch gar nicht trennen. Können wir die Frau auch vielleicht ins Gehege werfen? Das wäre nett. Produkt unterwegs. So, rein mit dir. Kleiner Freak. Raus mit dir. Und was ist mit meinen Spuckfreunden? Raus mit dir. Alles wieder unter Kontrolle, Leute. Geht weiter shoppen. Weiter shoppen gehen. Geht alle bitte weiter shoppen. Meine Einnahmen, wie die gleich direkt nach unten gerauscht sind. Guck mal, die machen auch hier so eine Konferenz. Die planen den Ausbruch. Die planen den Ausbruch. Brock. Broccoli. Produkt wird transportiert. Und... Transport abgeschlossen. So, Superstar ist wieder da. Bitte cool bleiben, ja? Kumpel, bitte, bitte cool bleiben. Boah, ich habe gar keinen Nerv für die kleine Insel, weil die wird super ekelhaft. Wenn es hier schon so zur Sache geht, auf der Babyinsel, wie wird es dann auf der...
super kleinen Profi-Insel. Ah, es wird super ekelhaft. Ekelhaft auf einem ganz, ganz neuen Level. Aber da müssen wir jetzt gleich hin. Da müssen wir jetzt gleich hin. Gut, ich würde sagen, ich lasse die Insel erstmal so stehen. Gehen wir auf meine Hassinsel Nummer 1. Warte mal, ich werde hier noch eine Sache verkaufen. Um reinzugucken, was wir hier haben. Und dann schicke ich hier noch einen auf Tour. Und dann geht es hierhin. Penna. Die schlimmste Insel aller Zeiten. Weil die wird echt, echt, echt mörderisch. Die wird einfach mörderisch. Die wird einfach die mörderische Mörderinsel. Dort zu bauen ist schwierig. Und glaubt mir, es ist nicht immer so easy, alles zu unterteilen und zu trennen. Oh ja, da ist sie. Die mörderische Mörderinsel. Schaut sie euch an. Inselgenickbruch. Nenne ich sie auch. Inselgenickbruch. Okay, ich hätte gerne einen T-Rex als Superstar. Ich habe 3 Millionen. Was kostet mein T-Rex? 7? Wird der schon wieder... Greift Zaun an? Warum denn? Warum greift dieser Penner den Zaun an? Futterstation zu füllen. Warum? Warum? Warum tust du sowas? Alter, was hat der Zaun dir getan? Du hast doch bestimmt Kopfschmerzen. Kacke, Mann. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Geil. Ja, und wie kommst du da jetzt raus? Er kann da hinten rum? Na, oh. Da hängst du jetzt, hä? Da ist... Oh, okay, er kann trotzdem raus. Ah, super geil. Ey, alles hier ist ekelhaft auf dieser dreckigen Scheißinsel. Super geil, Alter. Super geil. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. 4,5 Sterne. Ach, du bist so ein Witziger. Du bist so ein Witziger. Als ob ich das hinkriegen würde. Mein lustiger Freund. Ja, und da einen T-Rex reinsetzen. No, jetzt ist auch noch... Ihr kleinen Scheißkerle. Einverstanden. Ihr kleinen, ekelhaften Scheißkerle. Wir müssen verkaufen. Ich brauch Geld. Gibt's da nicht einen Hotkey für? Da muss man immer wieder rüber schwenken. Ich brauche einen T-Rex hier. A T-Rex. Meine einzige Chance, ein gutes Vieh zu haben. Ich brauche einen T-Rex. 6,4 Mille. Wisst ihr Bescheid? Eingesammelt werden. Oh, Leute, Leute, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Die Insel wird schwer. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Nüsschen. Lasst eine Bewertung da, um meine Tränen zu trocknen und meinen Schmerz zu stillen. Und tschüss!